Hallo, ich bin der Olaf. Wir sind hier in Nussberg auf dem Hof von Frank Stäbler. Ich bin der Jugendtrainer und habe wieder kleine Überraschung für den Frank. Hast du es noch? Hast du es noch? Oh, da kommt noch Eis, gibt's ja gar nicht. Was ist heute mit Urlaub hier? Kennst du noch? Den Mann kenn ich. Frank, hallo. Corona-Umarmung machen wir natürlich. Grüß dich. Ich habe heute die Ehre, dir das Olympia-T-Shirt zu überreichen. Nein! Dass du nochmal richtig reinwürzen kannst. Wow, okay, jetzt verstehe ich. Der war die ganze Zeit schon so komisch. Ich dachte, was hat denn der die ganze Zeit? Jetzt kapier ich's. Wow, okay, das war eine Überraschung. Ja, ohne den Mann wäre ich heute nicht da. Kann man schon so sagen. An dieser Stelle, Olaf, Dankeschön. Gerne. Schön, dich wiederzusehen. Boah, fühlt sich gut an. Ich kann ihn spüren, den olympischen Traum. Also ich lernte Frank kennen im Alter von 6 Jahren. Da kam er mit seinem Bruder Stefan ins Schülertraining. Und er war so circa 6 Jahre bei mir im Training, bevor der Andi den schon übernommen hat. Durch das, dass mein Sohn in der gleichen Altersgruppe war, habe ich das natürlich immer hautnah verfolgen können, wie die Fortschritte vom Frank sind da und wie er sich immer weiterentwickelt hat. Und dann aufgrund von seiner Leistungsstärke ist der Frank natürlich noch gewechselt und ist noch auch international zum Einsatz gekommen. Wenn der Frank international am Start ist, immer da verfolge ich alles und da bin ich auch richtig aufgeregt immer. Ich hatte noch das Glück da, ich durfte ihn auch begleiten bei der Olympiade in London. In Rom bei der Europameisterschaft war ich jetzt auch nochmal dabei. Ich bin da natürlich jetzt mega stolz auf die Ergebnisse von Frank und wünsche mir jetzt auch für Tokio, dass er sein ersehntes Ziel, seine Olympiamedaille, vielleicht sogar mit dem Olympiasieg krönen kann. Ja, es war immer ein Kindheitstraum von mir und jetzt bin ich so stolz, als einer der ersten die olympischen Ringe für Tokio tragen zu dürfen. Dann auch noch übergeben von meinem Jugendcoach, vom Olaf persönlich. Sehr emotional für mich und ich bin absolut heiß und voller Vorfreude auf die Olympischen Spiele 2021 in Tokio.